Schon wieder stehen wir hier vor dem Kongresszentrum Ost der Kölnmesse. Das tun wir natürlich nicht ganz ohne Grund. Na klar, ihr habt es euch schon gedacht, noch immer ist die GDC Europe 2014 in Gang. Und was bedeutet das für uns? Klar, wir hören uns weitere spannende Vorträge an und machen auch noch das ein oder andere Interview. Und das erste Interview, das haben wir gleich mit dem Geschäftsführer von Rocket gemacht und der hat Rede und Antwort zu nur einem neuen Produkt gestanden. Und da hören wir doch auch gleich mal rein. Wir sind weiterhin auf dem Expo-Floor der GDC Europe 2014 und stehen hier nun am Stand von Rocket. Und da haben wir einen der Mitarbeiter im Gespräch, der uns ein paar neue Produkte vorstellen wird, beziehungsweise eins hauptsächlich. Und der stellt sich jetzt erstmal vor, oder? Ja, mein Name ist René Korte, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Rocket. Und was wir heute zeigen, ist das erste Keyboard, was wirklich geschafft hat, ein Smartphone komplett in das tägliche Gaming und den täglichen Arbeitsalltag zu integrieren. Und das nicht nur dank unserer grandiosen Hardware, die es möglich macht, das Telefon so anzubringen, dass es immer an der richtigen Stelle steht, auch in einem richtigen Winkel und geladen werden kann. Nein, weil es auch mit unserer Software, die wir gemacht haben, die wir heute auch demonstrieren, die das Handy quasi zu einem erweiterten Screen, man sagt sogenannten Second Screen Application zum PC-Spielen, zum Arbeiten macht. Neben der Software, mit der man Applikationen starten kann, mit der man schauen kann, wie ausgelastet ist mein PC gerade, wenn ich spiele, alle die Informationen, die ich gerne sehen möchte über meinen Computer, wenn ich aber gerade spiele und sie nicht sehen kann, ermöglicht das Keyboard auch über gewisse Datenschnittstellen wie Kabel, Bluetooth, das Schreiben auf dem Handy direkt über die Tastatur, das kann ich mal ganz kurz demonstrieren, auch wenn man das im Radio nicht so gut sehen kann. Nehmen wir mal ein Beispiel, das ist jetzt hier ein Browser, ich schalte mal auf Keyboard-Modus um und bin gleich in der Lage, quasi auf meinem Handy zu schreiben. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr mit meinen Händen da die WhatsApp-Messages oder sonstiges machen, sondern ich kann direkt auf meine Application schreiben. Oder wenn jetzt ich spiele gerade und mich ruft jemand an und ich möchte das Telefon nicht aus dieser Keyboard-Haltung rausnehmen, habe ich sogar die Möglichkeit, Telefongespräche anzunehmen. Alles das heißt für uns super integriert, aber jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen App zurück. Das neue Keyboard hat den schönen Namen Skeletor und dementsprechend hat auch die App diesen Namen. Und was wir hier sehen können, ist so ein Übersichtsscreen, in dem wir die CPU, die RAM-Auslastung oder mal so eine Art, wie kann ich mein Volumen ändern, klicken wir mal da drauf. Auch hier schauen wir mal kurz auf den PC und sehen hier, das ist der Volume-Slider. Verändere ich das jetzt, sehe ich auch, mein Volume-Slider verändert sich quasi auch auf dem PC. Ich habe die Möglichkeit, hier Programme zu starten, wie zum Beispiel mal eben ganz kurz das Notepad, in dem ich dann noch schreiben kann, wenn ich möchte. Aber diese App ist so intelligent, dass sie zum Beispiel weiß, in welcher Applikation ich arbeite. Also ich bin jetzt gerade mein Word hier, es schaltet gerade auf so eine erweiterte Eingabehilfe für Word oder ich schalte auf den Firefox oder auf das Spiel, da bin ich ja gerade, schaltet er quasi App-sensitiv, also kontextsensitiv, weiß das Programm, was macht der User eigentlich gerade und bietet dazu auf dem Telefon Hilfestellung an. Da hattet ihr im letzten Jahr schon präsentiert Entwicklerkits, da hattet ihr uns ja auch noch mal ein paar PKs zukommen lassen. Wie sieht es denn damit aus? Hat die Community schon eifrig angefangen, da ihre eigenen App zu entwickeln oder kannst du dazu vielleicht mal was sagen? Also wir haben ja diesen Store gemacht für die Grids, das ist so der Fachbegriff für diese eigengebauten Anzeigen auf dem Displays. Wir haben 300, 400 verschiedene Leute, die schon Grids gemacht haben. Wir haben Hunderttausende von Downloads insgesamt, eine sehr aktive Community, die am meisten, muss man sagen, für die Simulatoren, so ein Flugzeugsimulator, ein Autosimulator zum Beispiel, dafür sehr aktiv ist und jeden Tag immer wieder neue Inhalte baut und macht. So, wenn man sieht, dass sich das auf Spiele konzentriert, heißt das auch, dass ihr vielleicht in Zukunft mal auf die Entwickler gezielt zugeht und sagt, hey, wir haben gemerkt, die Spieler sind daran interessiert, sowas zu haben, wollen wir da nicht mal irgendwie kooperieren? Also solche Kooperationen laufen schon, aber bedürfen ihrer Zeit, weil natürlich der primäre Fokus jedes Spieleherstellers ist immer das Spiel hin fertig zu machen, das eigentliche Spiel. Das ist ein Kampf bis zur letzten Minute für die. Das ist immer relativ schlecht, in dem Moment reinzukommen. Aber durchaus arbeiten wir mit einigen auch Free-to-Play-Anbietern zusammen in Zukunft, so Erweiterungen wie Maps, die man interaktiv auf seinem Display sehen kann, oder ein Rückspiegel beim Autorennen, solche Dinge einfach zu integrieren. Auf jeden Fall natürlich auch alle für die, die mal irgendwie zwischendurch eine lange Ladezeit haben. Videos lassen sich sicherlich auch abspielen und solche. Videos, alles Mögliche, was auf dem Smartphone läuft, läuft natürlich auch in der Umgebung. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Also ich kann das mal kurz so beschreiben. Also es ist wie eine normale Tastatur, wie man die vielleicht von Rocket kennt. Natürlich viele zusätzliche Tasten, M1 bis M5. Und jetzt halt eben dran, hinten, so eine Halterung für das Smartphone, wo das jetzt ein Samsung eingespannt ist. Da wird aber sicherlich auch jedes andere reinpassen. Also wir haben darauf geachtet, dass wir alle möglichen aktuellen Smartphone-Modelle in diese Halterung reinbekommen. Für ein Tablet ist eine Spezialhalterung notwendig. Gut, da muss man sich natürlich fragen, Tablet, das kommt ja auch schon irgendwann an die Höhe dran, wo der Bildschirm ist und ob das dann noch so viel Sinn macht. Aber gut, dass ihr es wenigstens unterstützt, das ist ja auch schon mal ganz gut. So, und dann sehe ich hier, das kann man auch rüberschieben.
Genau, es ist quasi von links nach rechts, je nachdem, wo man am liebsten das Display hätte. Manche möchten es gerne in der Mitte haben, manche möchten es als relativ schnell links bedienen können. Manche möchten das Erweiterung des Numpads benutzen, die können dann hier auf die ganze Seite zurück. Das ganze Cable-Management, damit die Kabel nicht stören, kann auch in dieser Schiene, die wir hinten sehen, integriert werden. Die Kabel können direkt an der Tastatur angeschlossen werden. Man muss nicht extra unter den Schreibtisch klettern, sondern alles, wir haben an alles gedacht, um das Smartphone wirklich perfekt positionieren zu können. Dann hast du mir vorhin gesagt, das ist momentan immer noch ein Prototyp. Letztes Jahr hattet ihr ja schon ein bisschen einfacher gezeigt, da lag das so nebenbei, das sah ein bisschen klobiger aus. Jetzt sieht es schon wirklich ausgereift aus, wenn du das nicht gesagt hättest. Gut, hier ist es gerade noch ein bisschen wackelig, aber wie gesagt, ein Prototyp, gar kein Problem. Genau. Aber vom Aussehen erst, bevor du es angefasst hast, hatte ich schon gesagt, super, ja, das hätte man schon kaufen können. Wann wird es denn erscheinen und wisst ihr schon zu ungefähr welchem Preis? Wir haben natürlich immer so einen gewissen Perfektionismus und dieser Perfektionismus führt, auch wenn der Kunde es manchmal nicht mag, zu Verzögerungen. Aber am Ende des Tages ist es für uns wichtig, dass er das Produkt bekommt, von dem wir sagen können, wir haben unseren bestmöglichsten Einsatz geliefert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht vor Q1 nächsten Jahres erhältlich sein wird. So, hier zeigst du gerade nochmal, ihr habt ja bei fast allen euren Tastaturen auch eine Lichtleiste oder hintergrundbeleuchtete Tasten und das lässt sich jetzt auch über das Smartphone steuern? Genau, also die Software, die wir extra dafür gemacht haben, regelt in Zukunft nicht nur das Verhalten auf dem PC, sondern lässt auch unsere gesamte Hardware konfigurieren. Also damit sind auch Sachen wie, ich möchte gerne ein Makro programmieren auf einer Taste, während ich im Spiel bin, möglich. Ich muss dann nicht mehr rausgehen, um in den Treiber zu gehen, um dort ein Makro zu programmieren oder eine Tastenbelegung zu machen. Ich kann das direkt demnächst von meinem Smartphone für alle möglichen Rocket-Peripherien machen. Das heißt auch wieder, dass die Geräte verknüpft sind und wenn ich jetzt zum Beispiel grün einstelle, würden alle Geräte grün werden. Das ist richtig. Das ist in dem Fall jetzt nicht, weil die nicht miteinander verbunden sind, aber ihr könnt es an der Seite hier von dem Lichtsystem sehen. Rocket Talk, das ist die Schnittstelle, die wir programmiert haben, die alle Rocket-Geräte miteinander verbinden. Rocket Talk sorgt dafür, dass egal welche Lichteinstellungen ich auf meinem Smartphone mache, es zu allen unseren Geräten geht. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe momentan auch eine Tastatur mit einem kleinen Bildschirm und freue mich schon, wenn das erscheinen wird. Ich hoffe, es ist genauso sinnvoll und auf jeden Fall sieht schon mal richtig gut aus und man braucht halt nicht so viele neue Produkte. Man kann sein bereits vorhandenes Smartphone einbinden. Das spart natürlich einerseits Kosten bei der Produktion und damit natürlich auch ein bisschen günstiger für den Endkunden, anstatt wenn er sich jetzt ein großes Produkt mit zusätzlichem Display kaufen müsste. Vor allen Dingen reden wir ja von zwei verschiedenen Arten von Display. Die Displays, die wir im Moment in den Keyboards kennen, sind ja nur reine Ausgabedisplays, meistens monochrom und sehr limitiert. Ein Smartphone bringt ja schon alles mit. Touch-Display, Sensitivität, also der Input-Output und natürlich auch die ganzen zusätzlichen Möglichkeiten, die kommen, wie telefonieren, wie browsen, wie App-Spiele spielen zum Beispiel, während ich darauf warte, dass irgendwelche Spiele geladen werden oder Welten oder ich in einer Queue bei League of Legends drin bin, habe ich hier die Möglichkeit, mich halt mit meinem Smartphone nebenbei zu beschäftigen. Ja, auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt, man kann dann halt auch mal nebenbei ein Video gucken. Man kennt ja ein, zwei Spiele, wo einfach das Laden nie enden will und da mal vielleicht zwischendurch so ein 15 Minuten YouTube-Video schauen, das bietet sich dann natürlich ideal an. Eine super Sache. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du mir das kurz vorgestellt hast. Auf jeden Fall warten wir auf die E-Mail, wann es erscheinen wird und dann werden wir uns das natürlich nochmal genauer anschauen und euch natürlich dann auch berichten, was wir endgültig davon halten. Aber zumindest mein Ersteindruck ist sehr, sehr positiv. Ja, vielen Dank. Also ich finde, das hat sich schon richtig, richtig gut angehört. Natürlich, vielleicht die ein oder andere Schraube muss noch ein bisschen fester angezogen werden. Vielleicht wird auch an der einen oder anderen Stelle noch was geändert. Aber die Jungs haben ja auch noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze auf dem Markt erscheint. Wenn sie das richtig so fortführen, wie sie es bisher gemacht haben, bin ich mir sicher, wird das ein richtig gutes Produkt. So, und jeder, der sich jetzt sagt, hey, ich brauche demnächst eine neue Tastatur und meint, also spielen ist schon richtig gut, aber nebenbei mit den Freunden bei Facebook chatten oder Twitter verfolgen, das ist noch viel besser. Naja, der sollte vielleicht nochmal das Tesa rausholen und seine alte Tastatur noch ein bisschen fit machen für die nächsten Monate, bis das ganze Ding von Rocket erscheint. Auf jeden Fall, wir werden euch natürlich wie immer auf den Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen bekommen. Und nun habe ich noch jemand anderes im Gespräch. Wir haben ja gestern schon gehört, dass InnoGames auch manchmal in anderen Konferenzen Gesprächsthema ist. Und nun habe ich heute sogar noch jemanden getroffen von InnoGames, der mir zu einem Interview bereitstand. So, und da hören wir doch auch gleich mal rein, was der zu sagen hatte. So, wir sind weiterhin hier auf dem Expo-Floor und haben endlich jemanden von InnoGames gefunden. Blue Bytes hat sie ja schon letztens angesprochen, der Christopher im Vortrag bei Data Analytics, da hat er die Jungs erwähnt. Und ich habe mich ja schon gewundert, was denn los ist. Letztes Jahr die größten Stände, jedes Batch hatte InnoGames dabei und dieses Jahr ein bisschen klein, aber trotzdem auch wichtiger Mission, oder?
Ich denke, es ist grundsätzlich wichtig, dass wir präsent sind. Ich glaube, wir sind mit Mitarbeitern sehr viel, ich weiß nicht, wie viel wir genau sind, aber wir sind recht präsent eigentlich. Mich hast du jetzt gefunden, weil ich ein InnoGames Hemd anhabe, wo es draufsteht, ich noch das Bändchen vom letzten Jahr trage. Wir sind mit InnoGames sehr viele Menschen hier. Das Problem ist, dass wir unser Standort drüben, wir haben unsere Spiele, die im Fokus stehen. Wir sind gerade, vielleicht weiß man es auch, mit Rising Generals und Tri Wars 2 sehr kurz davor, echte große Cross-Plattform-Schlachtschiffe zu veröffentlichen. Tri Wars geht jetzt bald in die Closed Beta, da geht's los. Und dann müssen wir halt sehen, dass wir unsere Teams zusammenhalten und dann den Fokus wirklich auch in dem Unternehmen nicht ablenken von dem, was eigentlich wichtig für uns ist. So eine Konferenz ist immer wichtig, ist klar. Wir suchen nach wie vor genauso viele Mitarbeiter, wie wir im letzten Jahr gesucht haben. Es ist nur so, wie gesagt, wir müssen uns um die wesentlichen Dinge kümmern und das sind die Spielefirmen. Ja, das ist ja auch gar nicht schlecht. Vielleicht seid ihr im nächsten Jahr wieder die großen Big Player hier. Auf jeden Fall freut es mich, dich gefunden zu haben. So, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, was ihr macht. Jetzt werden sich einige fragen, wer hat das überhaupt erzählt? Vielleicht kannst du auch kurz darauf eingehen, wer du überhaupt bist und was du heute so machst. Guter Punkt. Ich bin Dennis Rülfing. Ich bin seit 4 Jahren grob bei InnoGames. Habe vorher auch schon in der Spieleindustrie in Deutschland gearbeitet. Komme aus Bremen, wohne jetzt in Hamburg. Also ein Bremer arbeitet in Hamburg, sehr ungewöhnlich. Wir sprechen fast die gleiche Sprache. Das ist sehr hilfreich. Ich kann meine Familie gut besuchen. Ansonsten bin ich aktuell der Head of Producing bei InnoGames. Habe bei InnoGames als Producer von Forge of Empires angefangen. Das heißt, ich war verantwortlich für die Entwicklung von Forge of Empires und kümmere mich jetzt als Head of Producing darum, alle neuen Projekte möglichst reibungslos aufzusetzen mit meinem Team, meinem Producing-Team und dafür zu sorgen, dass wir sie möglichst reibungslos in die Closed Beta überführen, wo wir dann das ganze Projekt als Produkt an das Produktmanagement übergeben und dann der Head of Product Management bei uns die Verantwortung für die Weiterentwicklung übernimmt. Also prinzipiell der Mann für die neuen Dinge bei InnoGames. Ja, das klingt ja schon mal super interessant. Jetzt noch mal kurz zur Messe bzw. zur Convention. Ich habe ja schon viel jetzt mit Lubitz gesprochen. Also die Zuhörer haben es gehört, da waren mehrere Interviews und für die ist es natürlich relativ einfach, die kommen aus Düsseldorf, das ist so gesehen Heimspiel. Ihr kommt ja aus Hamburg und habt da auch immer sehr darauf plädiert, dass ihr da viele ja auch Eigen-Events habt. Heißt es, dass auch vielleicht mal so eine GDC nicht unbedingt im Fokus ist, weil man auch viele Eigen-Events hat oder wie sieht das da aus? Das kann man vielleicht sogar so tatsächlich so sagen. Wir haben jetzt sehr viele In-House-Press-Events gehabt zu unseren neuen Releases. Wir sind in diesem Jahr umgezogen aus dem Hamburger, wir waren vorher in Harburg, sind jetzt in Hammerburg, also City Süd in Hamburg untergebracht, sehr zentral gelegen. Haben da eine Housewarming-Party gemacht, auch da viele Journalisten und auch potenzielle Mitarbeiter, aktuelle Mitarbeiter, Familien eingeladen, also die Familien unserer Mitarbeiter eingeladen und konzentrieren uns halt sehr, sehr, sehr um Kultur, was unser Unternehmen angeht, um gerade auch da sicherzustellen, dass alle wissen, wo wir als Company hinwollen und deswegen in diesem Jahr starker Fokus auf uns selbst, deutlich weniger outgoing in dem Fall, aber wir laden Leute nach wie vor auch in diesem Jahr sehr häufig zu uns ein, das ist einfach momentan schön, weil wir auch ein wunderschönes Office haben, wo es unglaublich schön ist, Leute einzuladen. Anders als auf der GDC, wo man aktuell leider nicht mehr auf den großen Balkon gehen kann, weil wir alle im Kreis stehen, um rauchen zu können. Ja, das kriegt ihr natürlich so jetzt nicht mit, weil ihr keine Bilder habt. Aber sonst war es in den letzten Jahren immer so, dass so ein riesen Balkon da ist und da konnte man immer komplett drauf. Jetzt haben die da einfach ein Zelt zwischengestellt, sodass man nur noch so eine kleine 50 Quadratmeter Fläche hat, wo jetzt ungefähr 500 Leute jedes Mal stehen. Und ihr könnt euch ausrechnen, das klappt nicht so besonders gut. Nun, jetzt war letztes Jahr noch eins der großen Themen, die auch stark in den Konferenzen angesprochen wurde, ja, Cross-Plattforming. Und da seid ihr natürlich auch ganz stark. Ich habe letztens erst wieder eine Pressemitteilung bekommen, dass ihr immer noch stark daran arbeitet und für euch halt auch ein bisschen Umstellung ist, dass ihr eure ganzen Browser-Games jetzt auch für den mobilen Markt erschließt. Wie sieht es momentan denn bei euch aus? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Also grundsätzlich ist Cross-Plattform ein Schwerpunkt bei uns im Unternehmen, das ist richtig. Man sieht jetzt mit dem Release von Forge of Empires auf dem iPad, dass wir explizit darauf setzen, mit einem Account auf allen Plattformen das gleiche Spielerlebnis weiterzuspielen. Das heißt, man muss sich nicht neu einloggen, nur weil man jetzt auf dem iPad spielen will. Wir haben vor wenigen Monaten, also vor 1-2 Jahren, zwei Projekte gestartet, die direkt vom Scratch Cross-Plattform gebaut wurden. Das ist Tri Wars 2 Rising Generals jetzt. Wir haben auch dort mit Sicherheit viel gelernt. Wir haben explizit auf unterschiedliche Technologien gesetzt, wo wir bei Rising Generals auf Adobe Air setzen wir bei Tri Wars auf 3 native Ansätze. Die Unterschiede und die unterschiedlichen Herausforderungen in der Entwicklung sind extrem, muss man sagen. Also im Prinzip bei einem nativen Ansatz haben wir drei verschiedene kleine Teams in dem Team, die an unterschiedlichen Dingen arbeiten. Da sicherzustellen, dass sie synchron an den gleichen Features arbeiten, wir überall den gleichen Entwicklungsstand haben, auch mit unterschiedlicher Personaldichte in den unterschiedlichen Bereichen, also keine Ahnung, Android, iOS, Browser. Ist das gerade projektmanagementmäßig und das ist ja mein Kerngebiet als Head of Producing und meinem Team eine große Herausforderung gewesen. Wir gehen jetzt auch den Weg, um gerade eine beste User Experience auf Mobile zu bekommen, mal ein Mobile First, nennen wir es bei uns, Game zu entwickeln. Ich kann leider noch gar nichts dazu sagen, ist an einem sehr frühen Stadium, weil die größte Herausforderung, wenn man cross-Plattform geht, ist natürlich die Usability. Auf Mobile sind die Leute eine besondere Touch
Tooltip-Eingabe gewöhnt. Im Browser klickt man mit einem kleinen Pfeil auf super kleine Dinge, wo es Tooltips gibt, die alles erklären. Große Herausforderung im Game Design, auch sicherzustellen, dass die Zugänglichkeit der Spiele nicht darunter leidet, dass wir vom Browser ausgehend aufs Mobile gehen, sondern dass wir wirklich mal den Schritt andersrum wagen und versuchen, wirklich ein Spiel mit einer echten Mobile-Experience zu machen und dann, wenn es funktioniert, überlegen, ob wir noch eine Browser-Variante draus machen. Aber mittelfristig Cross-Plattform unser absolutes Kernthema im Moment bei InnoGames. Ja, das bedenken ja viele nicht, wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt hier das neue Spiel von euch, das möchte ich jetzt unbedingt auf Mobile haben. Eure Browser-Games sind natürlich auch wesentlich komplexer als ein durchschnittliches mobiles Spiel. Und da ist es natürlich immer schwierig, das auch genau umzusetzen. Und wenn Features fehlen, dann macht den Leuten das natürlich auch keinen Spaß. Nun jetzt mal noch eine letzte Frage. Vielleicht für euch nicht ganz so interessant, aber vielleicht möchte ich trotzdem äußern. Virtuelle Realität natürlich, die ist ja ganz groß. Oculus Rift und Projekt Morpheus, die kämpfen natürlich jetzt gerade um die Gunst. Hier haben wir noch ein Kickstarter-Projekt, wo man auch Bewegung mit reinbringt. Hast du dir das mal angeschaut? Was hältst du davon? Grundsätzlich ein spannendes Thema. Ich selbst, also wir bei InnoGames, ist jetzt nicht unser Kernthema, muss ich sagen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema tatsächlich aktuell noch nicht. Wir bleiben unseren Kernthemen treu und machen das, was wir besonders gut kennen und versuchen, unsere Schritte langsam zu gehen. Für mich persönlich ist es durchaus spannend. Vielleicht ganz lustig, ich habe meiner Verlobten vor 2 Jahren Virtual Boy geschenkt, so der erste Schritt damals, kennt ihr vielleicht noch, Nintendo. Der größte Flop, glaube ich, der Firmengeschichte, zumindest einer, der sehr interessant ist, Virtual Reality Gerät, wo man sagen kann, okay, die Weiterentwicklung ist erkennbar. Ob das am Ende funktioniert, ich selbst fühle mich immer so ein bisschen weit weg von allem. Ich habe immer Angst, dass irgendjemand hinter mir mit einem Messer steht, wenn ich so ein Gerät aufhabe und nicht das Gefühl habe, mich wirklich umgucken zu können. Ich muss mich dran gewöhnen. Aktuell, ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert, vor allem die Rift. Wir haben natürlich auch ein Development-Kit da und haben die Sachen ausprobiert. Ich vermute, es ist ein weiter Weg, die breite Masse davon zu überzeugen, dass man damit gut arbeiten kann. Gerade weil jetzt auch Social Gaming im Allgemeinen ein großer Faktor ist. Auf den ersten Blick wirkt ein Oculus Rift auf dem Kopf nicht so social, muss man sagen. Die Frage ist halt, wie die Experience online funktioniert mit diesen Spielen. Ich bin sehr gespannt. Aktuell aber nicht mein Fokus. Ja, da haben wir heute ja auch einen Vortrag zu gehört, dass da die Designer noch viel, viel Arbeit leisten müssen, bis die Spieler sich wirklich so wohlfühlen, dass sie das Ding ständig aufhaben möchten. Auf jeden Fall danke fürs Interview. Ich hoffe natürlich auch in den nächsten Jahren viel von InnoGames zu hören. Und vielleicht hören wir und oder sehen wir auch demnächst das nächste Spiel von euch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, es war mir eine Freude. Seid gespannt, es wird einiges kommen. InnoGames ist da, bleibt da und das sehr lange. Vielen Dank. Damit endet dann auch erst einmal der letzte Podcast zur GDC Europe 2014. Ab morgen werden wir geschlossen von der Gamescom berichten und da natürlich euch ebenfalls mit spannenden Interviews, vielen Informationen und versorgen. Ich hoffe, ihr schaltet auch da wieder ein, wenn es jeden Abend zum Podcast läutet. Bis dahin auf jeden Fall viele Grüße von der GDC Europe 2014. Ciao, ciao!